Schon mal gemacht. Und da sind sie auch schon. Da sind sie auch schon. So schnell bin ich noch gar nicht. Moment. Erstmal muss ich hier ein bisschen Musik machen. So, also die Mannschaftsaufstellung im Tor. Das ist Frau Böhn. Anna Pöschel, noch ganz gut bekannt mit der 22. Susanna Naomi Nebeleck mit der 4. Stefanie Lars mit der 7. Juliane Wenk mit der 9. Wendy Künzel mit der 14. Daniela Ernst mit der 15. Marie-Lisa Menzel mit der 17. Stefanie Duwe mit der 19, Kerstin Nabs mit der 25, gut bekannt, Vivian Erdmann, auch mit der 33, gut bekannt noch, Vivian Bartlau und natürlich Lars Bartlau-Schlies mit der 77, Jessica Janda, Trainer, neu in der Truppe von Grün-Weiß Lutz Gau und Betreuer Mike Katz und Ralf Grünewald. Bei Grün-Weiß Schwerin fand ein Trainerwechsel statt. Malermeister Bartlau, Andreas Bartlau, ist nicht mehr Trainer. Er hat aus dienstlichen und sowie auch aus familiären Gründen abgelegt und dafür ist jetzt der Lutz Gau auch ein ganz bekannter routinierter Trainer bei der Grün-Weiß. Liebe Zuschauer, ich denke, ein paar kommen noch von der ersten. Wo sind die Mädels vom FHC? Mit der 12 im Tor, wie geht ihr? Mit der 37, Anders Lipschak, Mare Schmidt mit der 69, Jennifer Miele mit der 9, Lucy Eckert mit der 10, Arien Park mit der 17, Colin Blankenfeld mit der 26, mit der 32, Anne Meyer mit der 33, Vivian Jäger mit der 39, Ria Kim Kowalski mit der 40, Lisa Kellen mit der 44, Iva Winkowski und natürlich Lars Bartlau-Schlies mit der 47, Christina Domann. Trainer Fabian Lütke, Co-Trainer Pierre Bold, auf der Bank Caroline Burger und Manja Penn. Und wir haben noch was zu verkünden. Gestern hatte noch jemand Geburtstag gehabt im Junior-Team. Unser Kapitän Caroline Burke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute und viel Gesundheit und viel Glück. Von der Mannschaft ein schöner Wunschstrauß und alles Gute, Caro. Schöne Geste nochmal auch von den Trainern nochmal das Abklatschen hier. Schwerin ist, wie gesagt, eine Mannschaft, mit der wir viele Traditionen zusammen haben. Und ich denke nur, oder ich will hoffen, dass es ein schönes Spiel wird. Natürlich begrüßen wir auch unsere Schiedsrichter Stefan Jäger und Lars Thomas. Sowie das Kampfgericht Karin, Otto und Peter Witt. Erstes Spiel in diesem Jahr hier in Frankfurt. FHC gegen die Grün-Weiß Schwerin. Und Peter sagte gerade noch, ich soll noch jemanden grüßen. Ganz herzlich hier unter den Zuschauern. Isabel Leder. Im Angriff. Den Ball hat Anne Weyer schon ganz fest in den Händen.
25 Sekunden mit der 33 unsere Vivian Jäger. Woo!
so langsam sind die Trommler hier von der ersten Mannschaft runtergekommen zur zweiten. Ich begrüße euch! Thank you.
Thank you.
Ich hoffe, gestern 8 zu 6, 18 Spielminuten. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air
20. Minute Cover 4 Schwerin, Leutschmichtbahn 7. So. Thank you.
So, das Ergebnis haben wir schon, es fehlt nur noch die Uhrzeit. Weiter geht es. Zweite Halbzeit hier in Frankfurt, FAC gegen den Grün-Weiß-Berlin. Erster Treffer in der zweiten Halbzeit für unsere Gäste, für Schwerin und damit neuer Spielstand 10 zu 14. Und nun geht's zum Tor für unsere Gäste. Spielstand 12 zu 5.
Dann muss er die auch noch machen. Spielminute, zweite Halbzeit, Treffer für unsere Gäste, Spielstand. Zurecht. Und auf geht's. Bielefeld.
Überbringer wird das hier Lucy Eckermann. Für unsere Gäste, 11. Spielminute, vor der Halbzeit, 13 zu 20. Thank you.
15. Spielminute der Wunderheimzeit Tor für unsere Gäste aus Schwerin. 13:29. Und noch 2 Minuten dazu, wie wir im Radler Abweisereich für die Wildweißen 22. September 13 zu 22.
24. Treffer, 20. Spiel der zweiten Halbzeit. Kürze Gäste. Nummer 25 für unsere Gäste aus Grün. 14 zu 25. Thank you.
herzlich für die 20. Spielrunde der ersten Halbzeit. Führt die Gäste aus Berlin. Lisa! Bis dahin und auf Wiedersehen. Schönes Wochenende noch. Tschüss.